Welcome to Willkommen in Le Mans, Frankreich, der legendären Rennstrecke. Und wir schauen jetzt nach vorne in ein aufregendes und dramatisches Wochenende. What do you expect for the weekend? Was erwartest du für das Wochenende? Na, es ist ein bisschen schwierig, wie die gesamte Saison bisher war. Ich hoffe, wir können einen Schritt nach vorne machen und die Lücke zu den Schnellsten verringern. Wir tun unser Bestes, aber es wird nicht leicht, in die erste Reihe zu kommen. Was wird hier entscheidend sein fürs Wochenende? So, ich denke mal, bei jedem Wochenende. Ne? Wir müssen durchkommen, wir dürfen nicht ausfallen wegen der Kleinigkeit und die Punkte, die wir holen können, die müssen wir mitnehmen. Was ist für dich das Mystische an Le Mans? Na, es ist die Historie, die mit Le Mans einhergeht. Das ist die große Mystik. Adam, was macht die Strecke für dich so besonders? Ja, wir sind hier in Le Mans und Le Mans hat eine große Geschichte. Ich mag das hier, weil das ein schöner Kurs ist und jedes Jahr kommen so viele Zuschauer, wenn kein Covid ist. Das waren die Gedanken zu diesem legendären Kurs und jetzt schauen wir, ob sich alle Erwartungen im Qualifying erfüllt haben. Nach dem Qualifying wurde Norbert Kiss 3 Plätze zurückversetzt wegen dieses Kontakts mit Sascha Lenz. Christopher Liberopoulos hat mit dem Zweitplatzierten Jochen Hahn gesprochen. Jochen Hahn, zweiter Platz. Wie war es draußen auf der Strecke? Tja, erstmal muss man das Zeittraining machen, gut hinbekommen. Ja, wir sind Zweiter hinter Nobby und es ist ein Wunder. Nein, es ist kein Wunder. Er zeigt uns in allen Trainings und Rennen, was wir tun müssen, um die Pole Position zu bekommen. Ja, Adam Latzko, das war ein großer Abstand. Das war nicht deine beste Fahrt. Was ist auf der Strecke passiert? Ja, wir haben was versucht im ersten Qualifikationsabschnitt, aber wir haben es jetzt wieder gewechselt. Das war die Qualifikation mit Norbi Kiss auf der Pole, aber da war ein Kontakt mit Sascha Lenz und Norbert Kiss wurde auf Platz 4 zurückgesetzt. Nobby, du warst auf Pole Position, jetzt bist du zurück auf der vierten Position. Was ist auf der Strecke passiert? Ja, ich bin unglücklicherweise nach dem Qualifying um 3 Plätze zurückversetzt worden, weil ich Sascha im Qualifying aufgehalten habe. Jochen Hahn hat die Pole Position im ersten Rennen durch die Strafe gegen Norbert Kiss, das Feld hinter dem Pace Truck aus dem Hause Iveco, geht dann auf die Strecke. Jochen Hahn und Antonio Albacete in der ersten Reihe fahren auf die Dunlop-Schikane zu. Es ist sehr eng, Sascha Lenz und Norbert Kiss direkt hinten dran. Und dann geht es durch die Dunlop-Schikane, alles geht gut. Albacete versucht, die Spitze von Jochen Hahn zu nehmen und André Grosjean hatte unglücklicherweise Kontakt mit Stefanie Halm, dreht sich, kann aber das Rennen fortsetzen. Stefanie Halm bekommt dafür danach eine Drive-Thru-Penalty, eine Boxendurchfallstrafe. Sascha Lenz kämpft auf der vierten Position, kann Norbert Kiss nicht halten und auch im Mittelfeld geht es rund mit Shane Brereton, mit Steffen Faas und mit Jamie Anderson. Jochen Hahn führt, Albacete auf 2, Norbert Kiss auf 3, Sascha Lenz auf 4. So geht es in die weiteren Runden. Steffen Faas mit einem sehr guten Auftritt mit seinem Scania. Er
kommt hier etwas weit raus, kann das Fahrzeug aber beherrschen. Jochen Hahn immer noch in Führung, der sechsfache Europameister, kontrolliert dieses Rennen, das er von der Pole Position in Angriff genommen hat. Er hat 30 Podiumsplätze bislang in Le Mans erzielt und wie eng und wie stark man am Limit fährt, zeigt Luke Garrett mit der Startnummer 86. Hahn, Albacete und Sascha Lenz versucht nochmal einen Angriff auf den Führenden in der Europameisterschaft, auf Norbert Kich. Aber der kann das kontern. Er bleibt Dritter hinter Albacete. Antonio Albacete im T-Sport Bernau MAN mit einer großartigen Vorstellung in diesem ersten Rennen. Das wird die Mannschaft sehr freuen. Und dann kommt das schwarz-weiß karierte Tuch. Jochen Hahn, Antonio Albacete, Norbert Kich und Sascha Lenz. Das die ersten vier in diesem ersten Rennen. Der Gewinner, Jochen Hahn, Freude bei seinem Team und bei seiner Frau und natürlich auch bei T-Sport Bernau. Der zweite Saisonsieg für den Altensteiger. Und dann schmeckt der Champagner besonders gut. Das Wichtigste ist, dass du siehst, wie viele erste Reihen Antonio und ich in den letzten 15 Jahren hatten. Viele Jahre. Zählst du die? Nein, das ist ein Vergnügen. Wir sind die alten Haudegen und es ist ein Vergnügen, Erster und Zweiter zu sein. Deswegen bin ich glücklich. Ja, wir mögen die alten Jungs sein, aber wir sind sehr gut in Form. Und dann haben wir nochmal das Ergebnis dieses ersten Rennens. Jochen Hahn gewinnt 1,7 Sekunden vor Antonio Albacete. Norbert Kich auf 3, das ist das Podium. Sascha Lenz und Adam Latzko auf den Plätzen 4 und 5. Shane Brereton, Jamie Anderson, Steffen Faas, Luke Garrett und André Cosim komplettieren die Top 10. Shane Brereton gewinnt den Goodyear Cup Lauf und kann sich so an Theo Calvé, der nicht teilgenommen hat, vorbeischieben. Luis Requenco auf der 11, Heinrich Clemens Hecker auf der 12 und Stefanie Halm nach ihrer Boxendurchfahrtstraße auf der 13. Der Sieger nochmal glücklich, ein super Podium mit Hahn, Albacete und Kiss. Das war das erste Rennen mit dem Sieger Jochen Hahn, sein zweiter Sieg in dieser Saison. Jetzt haben wir umgekehrte Startaufstellung und Steffen Faas ist auf Pole Position. Adam, das ist dein Wetter, es regnet. Was sind deine Erwartungen? Also es ist schön, dass es zu regnen begonnen hat, aber jetzt hat es aufgehört. Ich hoffe, es fängt wieder an. Ich mag den Regen. So wie in Zolder und ich hoffe, ich kann vielleicht das Gleiche tun wie in Zolder. Schwierige Bedingungen im zweiten Rennen, das lässt Spannung erwarten und weil die Bedingungen so schwierig sind, hat die Rennleitung entschieden, nach der Formationsrunde die ersten beiden Runden unter Gelb zu starten. Das heißt, es darf nicht überholt werden. Steffen Faas in der Pole Position, Jamie Anderson auf 2 in der ersten Reihe, dann Shane Brereton und Adam Latzko. Der Rainman Adam Latzko, der versuchen wird hier das zu wiederholen, was ihm in Zolder gelungen ist, nämlich von 5 auf 1 zu fahren. Hier ist er sogar noch einen Platz weiter vorne. Rennen wird dann gestartet. Steffen Faas ist in der ersten Position, versucht das Ganze zu verteidigen. Die Gicht nimmt die Sicht, das sieht man hier auch aus der Onboard-Kamera von Heinrich Clemens Hecker. Steffen Faas vorne, Jamie Anderson, Shane Brereton. Das die ersten drei. Adam Latzko noch in der Warteposition. Sascha Lenz sortiert sich dahinter ein. Was kann Norbert Kich? Der ist auch in der Lage, von hinten ganz nach vorne zu fahren. Und er greift jetzt zumindest schon mal Sascha Lenz an.
Hier sieht man, wie schwierig es ist, die Trucks auf der Strecke zu halten. Die Hinterräder gehen weg, dann Albacete gegen Jochen Hahn mit einem Überholversuch, aber der sechsfache Europameister kann das insgesamt kontern. Fass immer noch an erster Position, Jamie Anderson greift an. Da kommen sie in die Zieleingangskurve, Kontakt, da muss Steffen Fass ein ganz klein wenig raus, aber es gab dann in der Rennleitung keine Probleme und Jamie Anderson hat ein wenig die Kontrolle verloren. Das hat Adam Latzko sofort genutzt und hat sich an Jamie Anderson vorbeigemacht. Schon auf der zweiten Position. Sascha Lenz versucht ebenfalls an Jamie Anderson vorbeizukommen, während Adam Latzko hier auf dem Weg nach vorne ist. Wir sind im Auto von Norbert Kisch. Der geht vorbei an Sascha Lenz außen bei diesen sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Und Steffen Fass muss jetzt Tribut zollen. Er hat Lenz und Kisch hinter sich und wird wahrscheinlich beide nicht halten können. In der gleichen Runde überholen Lenz und Norbert Kisch Steffen Fass, der Position um Position abgeben muss mit seinem Scan. Norbert Kisch auf dem Weg nach vorne. Er muss an Lenz vorbei. Lenz seinerseits muss an Adam Latzko vorbei. Aber das ist bei diesen Bedingungen nicht so einfach. Jochen Hahn jetzt im Angriff auf Steffen Fass. Auch er möchte gerne vorbei, um Kontakt nach vorne halten zu können. Lenz außen versucht den Bagheera Freitliner zu überholen. Norbert Kisch ganz, ganz dicht hinter Sascha Lenz. Sascha Lenz muss sich nicht nur nach vorne orientieren, er muss auch in den Rückspiegel schauen, aber es hat nicht gereicht. Kisch ist vorbei an Lenz und hat eine weitere Position gut gemacht. Luke Garrett im Kampf im Mittelfeld mit André Cosim und Stefanie Halm. Und jetzt macht sich Norbert Kisch an. Letzte Runde. Ein Angriff des Führenden in der Europameisterschaft auf den Rainman, auf Adam Latzko. Da hat er die bessere Linie. Latzko kann das nochmal kontern. Kisch steckt zurück, aber das war noch nicht das Ende. Wir sind in der letzten Runde und jetzt ist Norbert Kisch auf der besseren Linie, ist innen dran, geht am Bagheera Freitliner Piloten vorbei und wird sich vermutlich auf die erste Position setzen. Ganz leichter Kontakt, auch hier nichts von der Rennleitung zu hören wegen Strafen. Und dann gewinnt Norbert Kisch dieses Rennen und hat mal wieder bewiesen, dass er der Mann ist, den es zu schlagen gilt. Und da feiert man schon richtig bei dem Revech-Piloten. Er steht hinter dem Schild mit der Startnummer 1 und er steht natürlich ganz oben bei der Siegerehrung. Maske runter, lächeln, super. Toll gemacht, Freude fürs Team. Ich denke, es war ein schöner Kampf. Wir hatten große Schwierigkeiten mit dem Setup. Wir haben was versucht, aber es hat bei dem Wetter nicht funktioniert. Und wir schauen jetzt auf morgen. Für die Zuschauer war es ein super Rennen und für uns auch. Wie hoch ist das Adrenalin nach diesem Sieg? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Heute ist es gut für uns gelaufen. Ja, ich suche ein bisschen nach Worten. Es war sehr aufregend. Ich habe gemerkt, dass ich schneller fahren konnte, aber es war schwierig zu überholen im Regen und ganz besonders gegen Adam. Der ist richtig gut im Regen. Das war das zweite Rennen und wir schauen uns natürlich jetzt auch nochmal das Gesamtergebnis an. Norbert Kisch gewinnt vor Adam Latzko und Sascha Lenz. Jochen Hahn, der sechsfache Europameister, auf der vierten Position. Jamie Anderson auf der 5. Steffen Fass, der Polesetter, auf der 6. Brereton, Albacete, Cosim und Garrett auf den Plätzen 7 bis 10. Stefanie Halm auf der 11. René Reinhardt, der im zweiten Rennen starten durfte, auf der 12. Rikvenko und Heinrich Clemens Hecker auf den Plätzen 13 und 14. Wir sind zurück beim Truck Racing morgen mit den Rennen 3 und 4. Das war der erste Tag hier in Le Mans mit einer wirklichen Schlacht im Regen. Wer ist der Regenkönig? Es war Adam Latzko, jetzt ist es Norbert Kisch. Er gewann das zweite Rennen. Und jetzt habt Spaß mit den Straßentrucks. Eine wundervolle Parade hier in Le Mans.
Guten Morgen aus Le Mans. Ein wundervoller Tag wartet auf uns mit aufregenden Truckrennen. Die Wettervorhersage ist nicht schlecht. Ihr seht, es ist etwas wolkig. Wir erwarten etwas Regen, aber gestern gab es eine wahre Regenschlacht zwischen Adam Latzko und Norbert Kich. Lasst uns mal reinschauen. René Reinhardt, vierte Position, das ist die beste Saisonplatzierung. Letztes Wochenende war schwierig. Was ist hier besser? Ja, ich habe es ja gestern schon erzählt, dass wir versuchen, ein gutes Setup hinzubekommen. Wir haben es bisher in der Saison nicht gefunden. Auch gestern haben wir etwas geändert. Dann haben wir die gesamte Vorderachse gewechselt und dann war es ein besseres Fahrgefühl im Qualifying und deshalb auch eine gute Position. Nach einem tollen ersten Tag sind wir zurück in Le Mans und auch hier haben wir in Rennen 3 eine Runde unter gelber Flagge. Auch hier regnerische Bedingungen, nicht ganz so schlimm wie am gestrigen Samstag. Aber man sieht aus dem Fahrzeug von Jamie Anderson, es ist noch ganz schön nass auf der Strecke in Le Mans. Nach einer Runde wird das Rennen freigegeben. Es war ja Überholverbot. Norbert Kich setzt sich ab und Sascha Lenz versucht ihm zu folgen. René Reinhardt, der an der vierten Position gestartet ist, wird da gerade von Antonio Albacete aufgeschnupft, glaubt man. Albacete geht den weiten Weg in dieser Kurve und in der nächsten Doppellinkskurve hat er dann den 50-jährigen René Reinhardt überholt. Kich, Lenz, Hahn, das die ersten drei und Antonio Albacete kann sich von René Reinhardt weiter absetzen im Mittelfeld. André Kosim und Stefanie Halm auf der Jagd nach Adam Latzko. Der Regenkönig hat hier nochmal die Chance zu beweisen, dass es vorangeht mit dem Bagheera Freightliner. Und er beweist, dass er auch keinen Spaß hat, hinter René Reinhardt vorbeizufahren. Und er zieht in der Dunlop-Schikane vorbei. Kosim versucht, das Momentum mitzunehmen und gleichzeitig auch an René Reinhardt vorbeizugehen. Da gab es einen kleinen Kontakt, aber auf der Anfahrt zur La Chapelle ist es dann vorbei. Ein super Überholmanöver von André Kosim. Außen vorbei hat er versucht und kommt an René Reinhardt vorbei. Stefanie Halm jetzt hinter ihrem Markenkollegen. Reinhardt Halm muss ein bisschen zurückziehen, aber es geht weiter. Shane Brereton, der will auch nach vorne, der will im Goodyear Cup nach vorne, ist am Heck, knabbert an René Reinhardt. Und wie eng das ist, sieht man hier. Da fliegen die Cornermarkers bei diesem Triell zwischen Brereton, Reinhardt und Stefanie Hahn. Brereton kommt dann etwas dicht auf René Reinhardt, macht ihm hinten die Radabdeckung kaputt. Aber da hat die Rennkommission auch gesagt, es gibt keine weitere Aktion. Das war ein normaler Rennzusammenstoß und Shane Brereton einen Platz nach vorne. Aber dominant, wie oft in dieser Saison, die Startnummer 41 der Revesche MAN von Norbert Kich. Sascha Lenz kann ihn nicht halten, hat aber seinerseits einen guten Vorsprung auf Jochen Hahn und so gewinnt Norbert Kich das 8. Rennen in dieser Saison und die Freude ist Sascha Lenz und seiner Nala anzusehen, aber auch Jochen Hahn ist äußerst zufrieden mit diesem Rennen. Gratulation und Trophäe für Norbert Kich. Wie schwierig war es draußen? Es war sehr rutschig am Anfang. Ja, wir haben unseren Truck auf trockene Verhältnisse abgestimmt. Am Anfang war es sehr schwierig. Nach 3-4 Runden wurde es besser. Ich habe den Abstand verkürzt und auf die Cornermarker geachtet, dass ich keine Strafe bekomme.
Das Ergebnis von Rennen 3, ein überlegener Sieg von Norbert Kisch, 6 Sekunden vor Sascha Lenz und Jochen Hahn, 3. Position. Antonio Albacete auf der 4, Latzko 5, Co 7, Halm und Brereton auf den Plätzen 6 bis 8. René Reinhardt wird letztendlich 9. Steffen Faas ist auf der 10. Position. Luis Requenco auf 11, Luke Garrett auf der 12, Heinrich Clemens Hecker 13. Position. Startnummer 33, Jamie Anderson wurde disqualifiziert wegen Overspeeding. Das war Shane Brereton mit einem tollen Erfolg im Goodyear Cup. Jetzt ist er auf der Pole. Schauen wir, was jetzt passiert. Das letzte Rennen in Le Mans bei guten Witterungsbedingungen und das bedeutet, der Start wird ganz normal nach dem Ausscheren des Pace Trucks losgehen. Wir haben Sonne über Le Mans und wir haben Shane Brereton auf der Pole Position. Der wird natürlich alles geben, um seine Führung im Goodyear Cup weiter auszubauen und dafür muss er hier erfolgreich abschneiden und möglichst weit nach vorne kommen. Der Start wie immer sehr geordnet hier in Le Mans. Alle wissen genau, was sie tun. Brereton gewinnt den. Steffi Halm auf der 2. Position kann nicht ganz folgen. André Kosim setzt bereits in der Dunlop-Schikane an zum Überholen. Und Norbert Kisch versucht verzweifelt an Jochen Hahn und links neben ihm auch Sascha Lenz vorbeizukommen. Dann ist Kosim neben Brereton. Es gibt einen leichten Kontakt. Brereton hat einen Fehler gemacht. Bei dieser Kurve ist etwas weit nach außen gekommen und Kosim geht in Führung. Adam Latzko hinter Brereton, Steffi Halm auf dem Weg in Richtung Bagheera Freightliner. Sascha Lenz, Norbert Kisch, Antonio Albacete auf den weiteren Plätzen. Dann versucht Kisch an Sascha Lenz vorbeizukommen. Hat es schon mal hinten rechts probiert, das sieht man an der Radabdeckung und versucht immer wieder zu sticheln, immer wieder sich im Rückspiegel zu zeigen. Aber Sascha Lenz bekommt das hin, hat dann ein bisschen Schwierigkeiten, den Truck richtig auf der Strecke zu halten, beziehungsweise die Geschwindigkeit mitzunehmen. Norbert Kisch außen, fast im Gras, immer wieder Versuche seinerseits an Sascha Lenz vorbeizukommen. Aber Lenz kann es verteidigen und probiert von sich aus an Adam Latzko vorbeizugehen, ist aber da zu weit außen, kommt dann etwas weit raus in den Kies. Das ist die Chance für Norbert Kisch. Lenz kriegt den Truck gerade so wieder auf die Strecke, aber er verteidigt auch Norbert Kisch und die gehen beinhart miteinander um. Aber es ist keine Strafe zu erwarten. Die Rennkommissare haben das als Truck Racing angesehen. Aber der Don't Touch Iveco mit der Startnummer 11, André Kosim, gewinnt dieses 4. Rennen vor Shane Brereton. Adam Latzko wird 3. Sascha Lenz verteidigt die 4. Position und Norbert Kisch auf dem 5. Platz. Das ist natürlich ein tolles Ergebnis. Und hier kommt der Sieger, André Kosim, und Freude auch beim Don't Touch Racing Team. Tolles Überholmanöver. Was bedeutet das für dich? Ja, es ist ein schwieriger Start hier. Ich habe den Start hinbekommen und in der 2. Kurve komme ich auf 1, weil Shane einen Fehler gemacht hat und ich habe es dann nach Hause gefahren. Shane war ein wenig langsamer als ich. Der Abstand wurde größer und größer und für uns in Le Mans zu gewinnen, einfach toll. Und das zeigt sich auch in der Ergebnisgrafik. Der Don't Touch Racing Pilot André Kosim gewinnt das 2. Rennen in dieser Saison vor Shane Brereton und Adam Latzko. Brereton natürlich im Goodyear Cup, damit auch Führender. Und auf den Plätzen 11 bis 14 Anderson, Garrett, Requenco und Hecker.
Und dann schauen wir uns noch die Gesamtwertung nach Le Mans an. Norbert Kisch führt mit 175 Punkten vor Sascha Lenz und Adam Latzko. So geht man nach Jarama in einer Woche. Antonio Albacete auf der 4, Jochen Hahn auf der 5, Halm auf 6, Brereton, Cosim, Calvé und Janjek auf den Plätzen 7 bis 10. Was für ein tolles Wochenende hier in Le Mans. Ich hoffe, ihr habt es genossen und wir sehen uns in Jarama.